Ihr Aufseher an Ziffer 9. Wenn ich das richtig sehe, spielt ihr den Boten für Darth Zorit. Ich bin nicht in der Position, die Angelegenheiten eines Mitglieds des Rats der Sith zu beurteilen, also frage ich erst gar nicht, was ihr will. Ich rate euch lediglich, sehr vorsichtig zu sein. Ihr seid für gewöhnlich nicht so nachdenklich, Aufseher. Wir befinden uns eben in ungewöhnlichen Umständen. Ich wünschte, es wäre nicht so. Zorit ist zu Darth Yadus alten Gemächern auf Drom und Kas gereist. Sie erwartet euch dort. Aufseher Ende. Kommt herein, verehrte Ziffer. Ich habe mir gerade Lord Ulios neueste Oper angehört. Musik bringt mich durch den Tag. Wir vom Rat der Sith haben nur wenige schöne Tage. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie belastend es ist. Sicher nicht. So, Viordia Null. Ist er das? Oder ist das nur eine weitere Leiche für meine Sammlung? Ich habe Janol hergeholt, wie befohlen. Oh, Agent. Ich werde jetzt etwas Zeit mit Janol verbringen. Er wird mir alle Geheimnisse meines Vaters verraten. Erwartet ein Zeichen meines Dankes. Und seid sicher, dass ich euch wieder zu mir rufe, meine Ziffer. Dann habe ich etwas, worauf ich mich freuen kann. Denkt daran. Träumt von mir und den Diensten, die ihr mir leistet. An meinen nicht, aber an ihren. Übermittle Sicherheitscodes. Hier Wächter 2 für Ziffer 9. Ich bin froh, dass ihr wieder im Dienst seid. Nach der Ausschaltung der Zellen auf Balmora und Nar Shaddaa ist der Rest des Terrornetzwerks aufgescheucht worden. Wenn ihr verbranntes Fleisch riecht, dann sind das meine Finger. Meine Waffe hat sich im letzten Kampf überhitzt. Ein Schuss, ein Treffer. Wo habt ihr eigentlich so schießen gelernt? Das Imperium lässt Agenten ein umfangreiches Waffentraining durchlaufen. Sieht ganz so aus. Mir hat eine Freundin das Schießen beigebracht. In meinem ersten Jahr nach Ratatak. Ich war ein Wrack. Ich traf Ans Bichelle auf einem Trampfrachter. Sie war auch auf der Flucht. Wir haben einen Handblaster gestohlen und ihn uns geteilt. Ihr wart jung, unschuldig und wolltet euch nur verteidigen? Ich schon. Sie nicht. Sie hatte Verbindungen zu Banden. Einmal haben wir die Laderampe eines Schiffs überfallen. Wir wollten alles verkaufen. Allerdings war es ein Exchange-Schiff. Syndikatkram. Wir hatten gerade die Kisten aufgebrochen, als uns das klar wurde. Wir waren also so gut wie tot. Ich bin mir sicher, es war wild und faszinierend. Aber ich kann das Ende erraten. Ihr habt überlebt. Schon. Ich habe meine Lektion gelernt. Waffen machen Spaß, aber ich kann mich auch sehr gut ohne sie wehren. Übermittle Sicherheitscodes. Hier Wächter 2 für Ziffer 9. Ich bin froh, dass ihr wieder im Dienst seid. Nach der Ausschaltung der Zellen auf Balmora und Nar Shaddaa ist der Rest des Terrornetzwerks aufgescheucht worden. Wie genau reagieren Sie darauf? Erhöhter Funkverkehr, Warentransfers, Schaffung von Unterschlüpfen. Wirklich faszinierend. Ich habe euch bereits von der geheimen Waffe des Adlers erzählt, den Vernichtern. Wir wissen immer noch nicht, um was es sich dabei handelt, aber wir konnten diese Nachricht abfangen. Sobald sie einsatzbereit sind, werde ich selbst die Zielcodes eingeben. Erst dann werden die Anweisungen übermittelt. Aber alle Zellen sind dazu aufgefordert, Angriffe auf Sekundärziele vorzubereiten. Sobald die Vernichter jede imperiale Festung ins Chaos gestürzt haben, müsst ihr die Feuer schüren. Ihr werdet euch aus den Ruinen emporheben. Formt die Zerstörung zu einer Botschaft. So werden wir siegen. Das war der Adler persönlich. Es scheint, dass das Attentat auf Darth Yadus nur der Anfang war. Wir haben bereits zwei seiner Terrorzellen eliminiert. Wir können ihn aufhalten. Ich habe unsere Chancen abgewägt. Ich wünschte, ich könnte so optimistisch sein wie ihr. Es gibt aber auch gute Neuigkeiten. Wir haben Hinweise auf zwei neue Terrorzellen, die entscheidend für die Effektivität des Netzwerks sind. Sie sind eure nächsten Ziele. Reist nach Tatooine und Alderaan. Die Reihenfolge überlasse ich euch. Eure Mission wird dort fortgesetzt. Wächter 2, Ende.